Freiheit ist zunächst einmal wichtig, weil Johanna sich selbst als Jungfrau bezeichnet. Es ist ihre Definition. Denn Prophetinnen sind im Allgemeinen jungfräulich. Bereits vor ihr verkündeten Prophezeiungen die Ankunft einer Jungfrau. Um also in das prophezeite Schema zu passen, dessen sie sich bediente, musste sie unbedingt Jungfrau sein. Außerdem entspricht dies ja auch einer persönlichen Entscheidung von ihr. Man weiß, dass Johanna es nicht mag, angefasst zu werden. Es heißt, dass sie panische Angst vor einer Vergewaltigung hat und immer gleich glaubt, dass Männer böse Absichten ihr gegenüber hätten. Die Untersuchungen werden in Poitiers fortgesetzt. Johanna wird dort 3 Wochen lang von einer aus Theologen und Ärzten bestehenden Versammlung befragt. Alain Chartier, der Sekretär des Königs, ist vor Ort beeindruckt von ihrer Klugheit und ihrem Wissen. Zahlreiche Fragen werden wiederholt gestellt. Sie beziehen sich auf größte göttliche und menschliche Geheimnisse. Ihre Antworten sind so richtig, so schön, dass man sagt, sie habe nicht auf dem Feld mit den Herden, sondern in gelehrten Schulen gelebt. Sie wird von dem Zeugen gefragt, welche Sprache ihre Stimme spreche. Worauf sie ihm antwortet, wohl eine bessere Sprache als die ihre. Der Zeuge spricht Limousin. Worauf er sie weiter fragt, ob sie wohl an Gott glaube. Ja, gewiss, antwortet sie, und fester als ihr selbst. Ein wenig seltsam an dieser Geschichte ist, dass Johanna sich in einem ausgesprochen reinen Französisch ausdrückt. Sowohl der König als auch die Höflinge verstehen sie sofort, das heißt, dass sie Französisch spricht. Sehr erstaunlich, denn sie kommt aus der Provinz Barrois. Dort wird eine Art französischer Dialekt gesprochen, der 50 bis 100 Kilometer hinter Domremy und Vaucouleurs nicht mehr verstanden wird. Also hat Johanna notwendigerweise für das Treffen mit dem König Französisch erlernt. Wir wissen, dass Johanna Analphabetin ist, weil sie es mehrfach selbst gesagt hat. Wie zum Beispiel, ich kenne weder A noch B. Was heißt, ich habe noch nicht einmal das Alphabet gelernt. Ich kann nicht lesen und schon gar nicht schreiben. Aber später hat sie gelernt zu unterschreiben. Doch das heißt noch lange nicht schreiben zu können. Die Historiker, die sagen, sie habe weder lesen noch schreiben gekonnt, stützen sich auf diese Zeugenaussage. In Rouen wurde Johanna mehrfach zu diesem Punkt befragt, worauf sie sagte, sie könne schreiben. Zu dieser Zeit hatte sie weder einen Schreiber noch sonst jemanden zur Verfügung, aber sie sagt, gebt mir die Dokumente, ich werde sie lesen, oder gebt mir etwas zu schreiben, ich werde schreiben, und so weiter. Sie sagt also selbst, dass sie lesen und schreiben kann. So unterschiedlich sind die Interpretationen der wirklichen Kenntnisse Johannas. Aber die Zeugenaussagen des Duc d'Alençon, eines Cousins des Dauphins, verrät, dass sie vielleicht nicht ganz die Wahrheit gesagt hat. Johanna, die mit dem Zeugen damals ihre Mahlzeiten einnahm, vertraute diesem an, sie sei zwar viel befragt worden, aber sie wisse und könne viel mehr, als sie denen, die sie befragten, wirklich gesagt hätte. Die Zeugenaussage des Duc d'Alençon betont auch die militärischen Kenntnisse Johannas. In Chinon stellt sie ihre Talente als Reiterin unter Beweis. Nach der Mahlzeit ging der König in den Wiesen spazieren und Johanna folgte ihm mit der Lanze. Als der Zeuge sah, wie sie die Lanze hielt und damit umging, gab er ihr ein Pferd. Sie zeigte kriegerisches Geschick, sowohl bei der Handhabung einer Lanze als auch der Lenkung einer Armee, den Kampf zu befehlen und der Verwendung der Artillerie. Alle waren voller Bewunderung darüber, wie geschickt sie sich verhalten konnte und wie umsichtig sie in militärischen Dingen war. Als sei sie seit 20 bis 30 Jahren ein kriegserfahrener Hauptmann. Vor allem aber glänzte sie bei der Vorbereitung der Artillerie für den Feldeinsatz. Die Kriegsherren aus dem Clan der Armagnacs sind von Johannas Persönlichkeit fasziniert. Zu ihnen gehört auch Gilles de Rais, der als Blaubart in die Geschichte eingehen sollte.
Als sie zum König kommt, sind dort Männer, die Krieg führen. Einige sogar bereits seit Jahren. Und das sind wirklich ausgesprochen schlimme Zeitgenossen. Das heißt, es sind die gewalttätigsten, habgierigsten, unbarmherzigsten und grausamsten Leute. Deswegen hat Karl VII. Dann auch gewonnen. Wahrscheinlich stand er selbst all diesen Figuren in keiner Weise nach. Da wäre zum Beispiel der berüchtigte La Hire. Eine seiner ersten Kampfhandlungen, an denen er teilnimmt, ist die Erstürmung des Schlosses. Als es ihm wieder entrissen wird, bringt er vor seinem Rückzug die 25 Gefangenen um. Das sind also Leute, die absolut keine Skrupel haben, ihren Nächsten zu töten. Trotz der Zeugenaussagen von Pagen, Herolden und Knappen über Johanna wird ihre militärische Rolle nie präzisiert. Wir haben Abrechnungen, den Organisationsplan der französischen Armee. Sie steht nicht an der Spitze dieser Armee. Die militärischen Entscheidungen werden im Kriegsrat getroffen. Und wir bekommen den Eindruck, dass Johanna meist von diesem Kriegsrat ferngehalten wird. Also konnte sie zwar durch ihre ungeheure Popularität eingreifen, aber sie war kein Kriegsherr. Ihr Mut und ihr Charisma sind überraschend und wie von den Stimmen angekündigt, befreit die Jungfrau Johanna die Stadt Orléans in weniger als 8 Tagen. Aber dieses Wunder kommt gerade zur rechten Zeit. Die Engländer haben momentan gravierende Verstimmungen mit ihren Burgunder Verbündeten. Es sind auch wirtschaftliche Überlegungen im Spiel. Der Herzog von Burgund will Orléans haben, um seine Männer bezahlen zu können. Jedoch ist der englische Regent, Herzog von Bedford, damit nicht einverstanden. Darauf zieht der Herzog von Burgund seine Truppen zurück. Und plötzlich sind die französischen Truppen den Engländern zahlenmäßig überlegen. Der Herzog von Bedford schrieb, dass die Belagerung von Orléans aus zweierlei Gründen ein Misserfolg war. Erstens sei diese Belagerung auf Gott weiß wessen Rat hin erfolgt. Und zweitens äußerte er sich dazu, dass Johanna auf seine Truppen einen äußerst schlechten Einfluss ausgeübt und die Männer in Angst versetzt habe, was letztlich zur Niederlage der Engländer führte. Von diesem Zeitpunkt an gewinnen die Engländer nicht mehr. Also steht wohl Gott auch nicht mehr auf ihrer Seite. Für das abergläubische Volk bedeutet diese Niederlage, dass Gott sich von den Engländern abgewandt habe. Wie Johanna, diese Teufelin, die Engländer in Angst und Schrecken versetzt, so ist sie für die Menschen von Armagnac eine Gesandte Gottes. Und gleich nach dem Sieg von Orléans verbreiten Heldendichtungen die Legende von der Jungfrau. Wie der heilige Auftrag es fordert, treibt ihr Herz sie voran, trägt sie männliche Kleidung. Doch nicht Männer formten sie für den Krieg, sondern Gott, vom Himmel gesandt, um Englands ungezügelte Arroganz zunichte zu machen. Ein derart Desaster, urplötzlich, versetzt jene in Schrecken, die andere halten wollen. Kein Warten auf den neuen Angriff, nur Flucht, voller Scham, überlassen all ihre Positionen der siegreichen Jungfrau Kraft ihres himmlischen Beistands des Herrn. Natürlich eifert der Bourgeois de Paris, ein Anhänger der burgundischen Feinde, in seiner Chronik heftig gegen die Jungfrau. Sie gab sich als Prophetin aus, die lauthals posaunte, all dies wird auf selbige Weise wahrlich geschehen. Tagtäglich ritt sie mit dem König, mit großem Gefolge an Soldaten, ohne wie eine Frau gekleidet zu sein, Schuhwerk und Waffen nach Art der Männer und schwang einen gewaltigen Knüppel. Und sofern einer der ihren sich einmal vergaß, schlug sie gleich mit heftigem Prügel auf ihn ein, nach Art und Weise eines grausamen Weibstücks. Dank des von Kardinal d'Estouville angestrengten Rehabilitationsprozesses verschaffen uns die Zeugenaussagen einen Einblick in die Intimsphäre Johannas während dieser Kampagne.
Denn bei Nacht hatte sie immer eine Frau bei sich schlafen, wenn sie eine finden konnte. Und wo sie einmal keine Frau finden konnte, im Feld oder im Kampfe, hat sie voll bekleidet geschlafen. Johanna hat immer mit jungen Mädchen geschlafen. Sie wollte niemals mit älteren Frauen zusammenschlafen. Sagt dazu aus, dass er von mehreren Frauen gehört hätte, die besagte Jungfrau mehrfach nackt gesehen und all ihre Geheimnisse erfahren zu haben. Dass sie niemals die geheime Krankheit der Frauen hatte und darüber auch nie irgendjemand etwas erfahren hätte. Wir wissen auch, dass ihr Müdigkeit so gut wie nichts ausmacht, dass sie kaum etwas isst, dass sie keine Regel hat, wie heutzutage auch viele Sportlerinnen bei den Olympischen Spielen. Das ist kein normaler Frauenkörper, der Kinder gebären und empfindsam und mütterlich sein kann. Es ist eine andere Art von Körper, der unverletzlich ist, vielleicht sogar unsterblich. Nichts scheint die Jungfrau aufhalten zu können. Hinter ihrer Standarte nehmen die Söldner von Armagnac die Städte Beaugency, Mains und Sully-sur-Loire ein. In Parthais schlagen sie die englische Armee, worauf Gien, Auxerre und Troyes fallen. Mit Johannas Hilfe erobern diese Truppen all das zurück, was die Engländer in vielen Jahren erkämpft hatten. Am 16. Juli 1429 kapituliert Reims. Um nicht allzu lange in einem bedrohten Gebiet zu verweilen, lässt Johanna Karl den VII. In aller Eile in der Kathedrale von Reims krönen. Durch Salbung mit dem heiligen Salböl des Merowinger Königs Ludwig I. ist Karl jetzt von allen als der von Gott bestimmte König von Frankreich anerkannt. Reims war über eine lange Zeit der Ort der Krönung für die Könige von Frankreich. In Reims wurde das Öl des Chlodwig aufbewahrt, das nicht nur bei seiner Krönung benutzt wurde, sondern auch bei der Taufe und bei der Christianisierung Chlodwigs. Es war also notwendig, einen legitimen König von Frankreich mit diesem Öl zu salben. Erinnern wir uns, für die Engländer war der englische König sowohl legitimer König von Frankreich als auch von England. Die Salbung von Karl dem VII. Ist der Triumph Johannas und ihrer göttlichen Stimmen. So hat sich die zweite Prophezeiung erfüllt. Sie hat den Verlauf eines Krieges, der seit über 100 Jahren andauerte, gewendet. Aber für den König schlägt jetzt die Stunde des Handelns und er versucht mit den Burgundern einen Waffenstillstand auszuhandeln, was Johanna ablehnt. So beschließt sie, Paris zu erstürmen. Bis dahin war es das Jahr der Wunder. Viele glaubten, sie würde nur Wunder vollbringen und weiter siegen. Und da weigerte sich nun die Stadt Paris am 8. September, ihre Tore zu öffnen. Die Pariser standen den Burgundern sehr nah und sie befürchteten, wenn sie dem König die Tore öffneten, nicht nur an Bedeutung zu verlieren, sondern auch Massaker und Plünderungen. Denn die königliche Armee besaß kein Material für eine längere Belagerung, konnte sich also nur sehr schwer darauf einlassen. Ein erster Angriff wurde abgeschlagen, wobei Johannas Page getötet und sie selbst verletzt wurde. Damit war auch die wundersame Standarte gefallen. Alles war durcheinander geraten. Am 8. September 1429 kommt es zur Niederlage. Sie ist dabei verletzt worden und hat sozusagen ihren Heiligenschein verloren. Karl löst die Armee auf. Möglicherweise zum Trost erhebt er Johanna und ihre ganze Familie in den Adelsstand und gibt ihr den Namen Jeanne d'Ulys. Obwohl sie die meisten ihrer Waffenbrüder verloren hat, führt Johanna den Kampf allein weiter. Auf sich allein gestellt bleibt sie sieglos. Sie wird dabei auch mehrfach verwundet, jedenfalls öfter als wir vermutet haben. Meist sind es Verletzungen durch Pfeile. Da können wir uns fragen, ob Johanna wirklich eine richtige Kriegerin war, wie es alle dort Anwesenden wohl verstanden haben, oder ob sie nicht vielmehr eine Art Symbol und deshalb auch sehr verwundbar war. Wir wissen, dass Karl viele Männer zu ihrem Schutz eingesetzt hat. Deshalb meine ich, dass wir unsere Sicht von Johanna als Kriegerin unbedingt revidieren müssen. Das Heldenepos endet abrupt im Frühjahr 1430.